Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute die LS15 auf der Map Thüringer Oberlande 1988 zusammen mit McManus und den Sachsen-Let's-Player. Ach, und den Werner vom Burning Gamers. Wow. Hallo. Es tut mir so leid, ich mach so viel mit dem. Wow. Wow. Ich mach so viel mit dem. Ja gut. Wow. Doch. Ach, was soll denn das jetzt? Habe ich hier Mischfutter drin? Oh nein. Bin unter das Roll gefahren, egal. Oh nein. Da fällt mir gerade was ein, wo ich den Versprecher habe, gerade gemacht habe. Ja. Ich habe vergessen, dich unter meinen Videos zu verlinken. Mich? Ja. Wow. Ist das dein Ernst? Ja. Das ist das größte YouTube-No-Go, was es gibt. Das ist wirklich so und deswegen sage ich das auch, um meinen Fehler hier direkt mal zu entschuldigen. Ich hatte den Randy auch drin, richtig. Wow. Also du bist so ein Copy-Paste-Opfer, ja? Ja, ohne Witz. Boah. Das ist schon das hart für sie, also das müssen wir Minus. Sagen. Ja, muss ich jetzt einfach so sagen, das gibt einfach ein Minus. Oh, jetzt seid nicht so. So, Moment, die Wanderliste habe ich hier. Freezy wird erstmal durchgestrichen. Sehr gut. Also wenn man es rein abonnententechnisch betrachtet, ne, ist es ja so, dass du hier ja, also dass wir deine Eltern sein könnten. Ja. Und das ist schon hart für sie. Also das ist schon, wow. Ja gut, ob jetzt mein Link unten in der Videobeschreibung ist, ich denke, er macht sowieso mehr Abos. Das eine und das andere. Ist das? Aber ich habe es natürlich geändert. Ja. Freezy? Und jetzt bist du drin. Kannst du da bitte nochmal ein separates Video so machen, wo du dich entschuldigst? Das wäre das Mindeste. Also das, was Werner jetzt gerade gesagt hat, war nur freundlich als Frage formuliert, aber es war keine Frage. Ne? Das, nur mal. ich habe eine andere Frage. Ja. Wie hängt man das? Das Gespann kann man ja gar nicht aneinander hängen. Darf ich mal rein switchen? Ja. Aber ich glaube, du müsstest einmal pressen, einmal einsammeln. Darf ich kurz was testen? Na klar, alles was du möchtest. Ja, das müssen zwei verschiedene machen. Ja, ne? Aber das sieht. Ah ja, genau, doch. Stimmt, ich hatte eine andere Kombination im Kopf, das tut mir leid. Aber trotzdem. Aber trotzdem hast du recht, ja. Trotzdem ist es nicht schlecht. Vor allem, wir haben immer noch 20.000. Nice. Ja. Ich komme mit dem Trecker. Jo, holst du das andere Teil, ja? Natürlich. Sehr gut, da fange ich jetzt einfach mal an, zu Stroh zu pressen, oder? Ja. Oder wollen wir. Warte mal. Dann kann ich das Grasmähwerk noch kaufen. Das können wir auch gleich mit runternehmen. Weil das Geld haben wir jetzt. Wollen wir das vom LS-Marco probieren? Kostet 1.700. Oh, ja. War ich ja vorher, bevor der Server abschließt oder so ein Scheiß. Wow. aber wer, Tino, wer soll das mitnehmen? Warte mal, vielleicht kann ich das vorne dran machen. Ich habe nämlich vorne keine Anhänger oder keine Aufhängung dafür. So, welches Feld war es jetzt? 24, ne? Ja, der Drescher steht schon bereit. Ja. Wow, das Fahrzeuggerät konnte nicht gekauft werden. Bitte versuchen Sie es erneut. Ja gut. Oh oh. Der Mister, ich habe dich nicht verlinkt. Darf ich mal vorbei? Aber okay. Soll ich euch was sagen? Oh, sorry, das war nicht ab. Ja, ist klar. Das Teil hat auch keinen Namen. Auf dem Server, nein. Da stand Unknown Name. Ich stand zwar Mähwerk-Zip da, aber... Okay, müssen wir schon mal gucken. Das ist schlecht, weil es sieht eigentlich richtig geil aus. Dann müssen wir... Ich glaube, ich bin gerade falsch gefahren. Egal. Ich spreche heute mit dem. Kriegt der Ärger. Hast du ein Auto verlinkt? Wollen wir uns das andere noch kaufen? Er macht kein YouTube. Ja, sicher. Wir müssen langsam mit Gras anfangen. Dass wir erstmal eins haben wenigstens. Welches? Den Mähbalken? Ja. Ja. Wow, really? Willst du denn zum Mähen beginnen jetzt, Tino? Ich frage nur. Wir könnten mähen, wir könnten erstmal Stroh, wie du willst.
Mach das so, lass das oben stehen, die Presse und das Ladewagengedöns. Mach ich das Ballengedöns und du machst das Mähgedöns. Ja, kann ich machen. Aber du musst ja trotzdem beides irgendwie... Das ist egal, wenn ich mit dem einen fertig bin, bringe ich es zum Hof und dann hole ich erst das nächste. Okay. Alter. Mir fällt gerade was ein. Was denn? Was denn? Mister, ich verlinke dich nicht, Manus. Hä? Guck mal unter die Troubled Town GTA-Folge und die Rainbow Six-Folge, du Bob. Was denn? Da bin ich auch nicht verlinkt. Alter, das ist... Du hast jetzt nachgeguckt? Das war die Überehre überhaupt für dich, dort mitzuspielen. Und dann bist du auch noch verlinkt werden. Das kommt schon. Absolutes YouTube-Logo, ne? Weißt du, da treffen sich YouTuber so mit insgesamt, keine Ahnung, 400.000 Abonnenten. Und dann kommt der Bob da um die Ecke geschossen und so. Ey, du hast mich da nicht verlinkt, ne? Das weißt du schon. Was soll denn das? Ha? Ja, was soll denn das? Ha? Was soll denn das? Ha? Weißt du, und, okay. das noch zusätzlich, wenn Tino krank ist. Ja, also mein Hals. Wie sieht, nee. Ja, jetzt hat er ja Zeit, jetzt kann er ja wenigstens mal was machen. Boah. Sonst ist er ja immer auf Achse, immer hier was zu tun, da was zu tun. Das stimmt. Also wir haben ja also Gras haben wir ja mehr Auswahl, als wir eigentlich wollen, ne? Ja, und vor allem große Flächen, glaube ich, oder? Nee, groß ist gar kein Ausdruck. Okay. Also, ja. Also in der Relation zum Mähbalken ist es doch schon gigantisch wahrscheinlich. Es ist abartig. Ja. Der Mähbalken ist gerade umgefallen. Oh Mann, was ist denn hier das Problem heute? Da steht wieder. So. Mähbalken down. So. Ja. Okay, aber wir wollten mal über den LS17-Trailer quatschen. Folge halb um. Nein. Ja, LS17-Trailer. Es kam ja der Force Gameplay-Trailer. Und ihr habt ihn alle gesehen, außer Freezy bestimmt. Und ja, wie fand er denn? Freezy, hast du ihn gesehen? Nein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ihn gut. Natürlich ist dann immer die Frage, wie das dann im Endeffekt so aussieht, wenn wir das dann in die Hand bekommen. Ja, ne? kein Gameplay, also kein Ingame. Ist. Ich finde die Maschinen finde ich sehr, sehr gut. Was mir aufgefallen ist, es sind so ziemlich alle DLCs, die es für den 15er gab, schon im Standard LS17 dabei. Richtig. PCB zum Beispiel, was war noch alles dabei? Dieses ganze IT-Runner, glaube ich, ist dabei, was ich jetzt gesehen habe. Ich glaube generell alle DLCs. Alle, also ja. Das ist schon mal richtig nice, weil es gibt schon mal von Grund auf viel mehr Maschinen, viel mehr Auswahl. Aber allerdings, also das, ja, okay, ja. Ich finde das ein Pluspunkt, ganz. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das einfach gut. Ja. Weil wenn du jetzt anguckst, die vergangenen LS-Teile, ne, es hat immer so ein, zwei Sachen gegeben, die du immer gekauft hast, und das in Massen. War es jetzt der Bührer oder war es jetzt so ein Deutz, ne? Das hast du einfach immer gekauft. Ja. Und vielleicht kommt man im 17 ein bisschen davon weg, dass man einfach mehr verschiedene hat. Ja. Weil man die Auswahl hat, ne? Genau, das ist es. Wenn man die Auswahl hat, weil man einfach mehr im gleichen Preissegment mit der gleichen PS-Stärke hat. Ja. Was es so nicht gegeben hat. Richtig. Wie findest du, generell so forstechnisch wurde ja gezeigt, wie mit dem neuen, mit dem Sampo, ne? Ja. Das ist ja so dieser kleine Fellautomat quasi, also Holzfellautomat. Mhm. Wie findest du den? Ich muss zu dem Forst ganz allgemein sagen, bin ich enttäuscht. Ja. Weil das sieht mir einfach kopiert aus. Die Animation, es ist alles für mich gleich wie im 15er. Ja. Das ist einfach, die neue Maschine ist cool, ist nicht so übermäßig groß, ne? Bestimmt. Das finde ich ganz gut, also dass ein es ein bisschen kleiner ist. Genau. Aber der Force so allgemein jetzt betrachtet, finde ich ein bisschen Copy-Paste. Ja. Naja gut, man muss schauen, was für Bäume sind dann mit drin, ne? Gibt's das ist da natürlich verschiedene, richtig, ja. Verschiedene Sachen dann und so weiter und so fort, aber prinzipiell ist es eben so, dass man einiges schon gekannt hat aus dem Trailer oder sehr vieles. Das ist so, ja. Aber was interessant war, war auf jeden Fall auch dann, wie das Holz wegtransportiert wird. Denn das auf alle Fälle. Du scheinst das jetzt nicht mehr einfach auf den Trigger zu schütten, sondern du musst es direkt auf den Zug verladen. Genau, also man hat ja auch so einen Verladekran am Bahnhof, glaube ich, gesehen war das. Ja. Also ich habe das so gesehen, du bist mit einem Zug bist du angekommen und hast das von einem Waggon in den nächsten geladen. Richtig. Wenn das so richtig war.
Also von einem Zug auf den anderen. Genau, von einem Zug auf den anderen. Man muss aber dazu sagen, dass man jetzt nicht gesehen hat, das hätte ich sehr, sehr gerne gesehen, wenn sich die Zange so zusammenpresst, ne? Ob das wie nennt man das? Ob es dieses Rumgebackene gibt. Ja. Das hat man nicht gesehen. Und sie haben immer genau weggeschalten, wenn es zu dem Punkt kam. Ja. Das wäre interessant gewesen. Ja. Ob sie das ein bisschen besser in den Griff bekommen haben. Aber lassen wir uns überraschen. Definitiv. Und wie gesagt, ich finde es auf jeden Fall, also was cool ist, ist auf jeden Fall, dass man es jetzt diesmal selber auf den Zug laden muss. Ja. Ja, das ist ein ganz cooles Feature. Und dann fährt man mit dem Zug und dann habe ich das irgendwie so verstanden, dass man das auf den anderen Zug umlädt. Oder ich habe keine Ahnung so richtig. Ja, genau. Also es wird praktisch von dem Zug, den du steuern kannst, auf den Zug, der im Endeffekt verkauft, verladen. Ja, genau. Wenn das jetzt so, glaube ich, einigermaßen richtig war. Irgendwie so. Also ich bin jetzt mit dem Mähwerk bei den Silos und werde da jetzt anfangen, Gras zu mähen. Okay. Ich habe auch schon den ersten Ball gepresst tatsächlich. Ach, ist der süß. Sieht aus wie so ein kleines Stückchen Butter. Warte mal, lass mich mal rein. Ja. Oh. Okay. Oh. Oh, da kommen aber einige Ballen bei raus. Ja, also du bringst 50 Ballen, bringst du in den Hänger rein, also. Okay. Wow. 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 Aber ratzfatz, ey. Wow. Das war so früher, Tino, da gab's keine 5000 Liter Ballen. Aber hat's die auch so schnell gepresst früher? Ja, es ist an die Menge von Stroh, was hier liegt, kann das schon sein. Wow. Ja, das ist eine Lebensaufgabe. So. Soll ich dir was sagen? Bitte? Ich glaube, du schaffst die gleiche Strecke wie mit dem Ladewagen. Ich weiß es nicht. Es ist mal was anderes, das muss man auf sagen. Auf jeden Fall. Also es ist Ballenpressen, das ist auch cool. Es ist Ballenpressen. Ich bin generell ein großer Ballenfanatiker. Ja. Ich habe auch gesehen, wenn ich das jetzt so einwerfen darf, Paddle and Crops. Ja. Alter Falter, das hat mir... Es gab eine Stelle, wo ich mir gedacht habe, muss ich haben. Und zwar, das war die Stelle... Ist da mein Traktor drin? Ja, ich weiß nicht. Geh doch mal raus. Ja, ich wollte nur mal testen, wie das aussieht. Ja, jetzt mach mal. Erzähl mal. Es war die Stelle, wo man gesehen hat, dass ein paar Leute häckseln, ne? Und genau der Punkt, wo der Häcksler von einem Hänger auf den anderen drüber switcht, ne? Den Punkt müsst ihr euch mal ganz genau angucken. Du hast meine Trailer-Analyse gesehen, sei ehrlich. Nein. Ich ernsthaft? Ich habe das reine Video gesehen. Okay. Weil genau an dieser Stelle... Ja. ...habe ich bestimmt 3-4 Mal immer wieder zurückgesetzt und habe so langsam laufen lassen den Trailer und habe gesagt, guckt euch das an. Ja, genau. Wie das ist quasi das Häckselgut an den anderen Hänger außen dran knallt. Ja. Und runterfällt beim Überswitchen. Genau. Ja, fand ich mega nice. Das war richtig cool. Ich meine, die anderen Sachen sind auch ganz hübsch, ne? Kann man jetzt nicht so, aber das war so eine Stelle, wo ich gedacht habe, alter Schwede, das ist definitiv neu. Das hat es im LS nicht gegeben. Ja. Meint ihr, der Kettle und Props wird ein krasser Konkurrent für den 17er? Naja, es kommt ja erst frühestens März 17 raus, ne? Richtig. Frühestens. Ja, gut. Prinzipiell würde ich das jetzt, weiß ich nicht, als Konkurrent, weiß ich nicht, ob man das so sehen kann. Also der Traktor, den wir haben, hat ein generelles Problem mit irgendwelchen Anbaugeräten, die dran sind. Ja, der fährt dann Ecke. Der fährt halt nur 5 km/h, ne? Willst du noch einen kaufen? Ja, also der muss irgendwie, der bringt keine Punkte. Ja. Es ist tatsächlich so, dass wir noch etwas Kredit offen hätten. Ich muss mal schauen. Weil du wolltest dir ja doch einen mit Ketten kaufen, oder? Mit der Kette hinten. Ja. Der C-Tor, meinst du, ja? Beispiel, ja. Das ist ganz nice. Ich will mal ganz kurz gucken, was wir noch haben. Ja, ja. Wobei ich den Frontlader eigentlich behalten würde. Der Schlüter ist bei Mods drin. Ja, das stimmt. Aber auch bei den normalen, glaube ich. Es sind aber 2 Schlüter drin, oder? Einer für 14.000 und einer für 37 oder sowas. Der für 37 ist der aus dem Klassiker. Genau. Welchen Traktor könnte man nehmen? Genau, das war der C-Tor 4016. Ach, der Schlüter 1050 meinst du, der für 14,5, das ist ein Mod, ja. Mod, ja, okay. Ja, dann so wollen wir den C-Tor 4016, ja,
Weiß nicht, ob wir mal ausprobieren wollen, aber da reicht unser Geld nicht. Nee, das ist. Das stimmt wohl. Wollen wir uns was leihen oder? Ja, wenn wir die Möglichkeit haben, warum nicht? Ist ja auch für die Zuschauer ganz interessant, glaube ich, wenn mal ein paar neue Maschinen wieder reinkommen. Ja. So. Reicht das denn? Das reicht. Ja, der kostet 37.000, ja. Machen wir noch 4, ja, das reicht. Okay. Ja. Aber das alles und noch viel mehr, Leute, in der nächsten das Folge. Alles. Verabschieden wir uns. Das Like nicht vergessen, bei den anderen vorbeischauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.